In diesem Video möchte ich mal eine Aufstellung geben, wie teuer mein Juwel Rio 125 bis zum jetzigen Zeitpunkt war. Das kann bei dem einen oder anderen natürlich variieren, sowohl nach unten wie auch nach oben. Hier stelle ich aber die Kosten auf, die ich persönlich bisher hatte, bis zum jetzigen Stand des Aquariums. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib mir doch einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, wenn noch nicht geschehen. Das wäre einfach Bombe! Ich habe die Preise übrigens immer auf glatte 5 Euro auf- bzw. abgerundet. Da fangen wir dann mal mit dem Hauptdarsteller an, nämlich der Kombination aus Aquarium, Abdeckung und Unterschrank von Juwel. Die habe ich bei einem Online-Händler gekauft, von dem ich nicht gesponsert werde, für nur 260 Euro. Ich habe da leider keine Bilder gemacht, aber das Aquarium kam mit einer Spedition gut verpackt und gesichert auf einer Palette an. Ich habe mir an dem Tag extra freigenommen und war aufgeregt, als wenn meine Eltern mir einen Pony geschenkt hätten. Bis dahin habe ich nur etwas mit Bio-CO2 experimentiert, aber es auch sonst lieber bei einfachen Pflanzen belassen, die keine CO2-Zuführung benötigen. Bei diesem Aquarium wollte ich zum ersten Mal eine Druckgasanlage haben, also eine Druckgasanlage mit CO2. Natürlich für die Pflanzen, aber auch um den pH-Wert etwas zu senken. Nach einiger Recherche im Internet habe ich mich für die 2 Kilo Mehrweganlage von US Aquaristik entschieden. Auch diese Firma sponsert mich nicht. 2 Kilo inklusive Nachtabschaltung und JBL Typhoon zur Auflösung ins Wasser. Die Anlage kostete mich 165 Euro. Das Aquarium-Set von Juwel kommt original mit einer Multilux Nature und einer Multilux Day. Da ich das kalte Licht der Day-LED nicht mag, habe ich direkt eine zweite Nature-LED gekauft. Diese hat mich 25 Euro gekostet. Da ich mit Naturkies immer noch die besten Erfahrungen gemacht habe, habe ich mich für bräunlich-dunkle Naturkies in der Körnung 1-3 mm entschieden. Die Körnung hat mir direkt sehr gut gefallen und der Kies musste auch nicht besonders lange gespült werden. War nicht viel Staub und auch nicht viel Lehm drin. Der Kies kostete lediglich 20 Euro. Als Einrichtung habe ich dieses große Stück Spiderwood und zwei kleinere Stücke Treibholz unten davor gesetzt. Beide zusammen haben mich etwa 40 Euro gekostet. Die Pflanzen habe ich zum Teil online bestellt und zum Teil in einem Geschäft gekauft. Es waren immer Pflanzen von bekannten Marken. Daher haben mich auch die Pflanzen relativ teure 70 Euro gekostet. Mit digitalen Zeitschaltuhren arbeite ich schon lange. Sehr praktisch und kein Klackern und sie gehen recht genau. Habe direkt einen Dreierpack genommen, was mich dann 25 Euro gekostet hat. Dazu habe ich eine 4-fach-Steckdosenleiste gekauft, wo man jede Steckdose einzeln abschalten kann. Das kann ich nur wärmstens empfehlen. So kann man zum Beispiel beim Wasserwechsel Filter und Heizung abstellen und die anderen Geräte laufen weiter. Da das Aquarium im Wohnzimmer steht, auf recht teurem Laminat und ich auch keine Lust mehr hatte, Eimer zu schleppen, habe ich mir von JBL ein Schlauchsystem für den Wasserwechsel gekauft. Das war die absolut beste Investition, die ich jemals gemacht habe. Diese 40 Euro waren jeden Cent wert. Dann folgte natürlich etwas Kleinkram, ein Rückschlagventil aus Edelstahl für die CO2-Anlage für 10 Euro, eine Packung biologisches Filtermaterial Sera Siporax für den Filter für 10 Euro, ein CO2-Dauertest von JBL für 15 Euro, Wasseraufbereiter, Dünger und Huminstoffe für zusammen 30 Euro. Ja, der ganze Kleinkram zusammen 65 Euro. Und dann kommen wir auch schon zum tierischen Besatz. Amano-Garnelen kann man auch weit günstiger bekommen, aber ich habe 5 der fleißigen Helfer im Fachhandel für 25 Euro gekauft. Die als Hauptakteure im Aquarium geplanten schwarzen Phantomsammler haben mich 30 Euro gekostet. Es sind tolle Sammler mit einem extrem interessanten Verhalten. Meine Wasserwerte sind für diese Fische zwar nicht 100% ideal, aber ich konnte einfach nicht widerstehen und wollte sowieso mal Buntbarsche haben. Deshalb habe ich mir bei einer kleinen Aquarium-Shop-Tour nach Düsseldorf ein paar Schmetterlingsbuntbarsche für 30 Euro mitgenommen. Na, hat jemand mitgerechnet? Ich zeige das Ganze dann noch einmal etwas verkürzt in einer schriftlichen Aufstellung. Die Aquarium-Kombi kostete 260 Euro, die CO2-Anlage 165,
die LED-Röhre 25, der Kies 20, der technische Kleinkran 50, das Zubehör 95, der Besatz 85, die Einrichtung, also das Holz und die Pflanzen, also Holz 40 und die Pflanzen 70. Das macht dann beim aktuellen Stand des Aquariums 810 Euro. Eine ganze Stange Geld. Ich möchte natürlich damit keinen Neuansteiger das Hobby vermiesen. Ich habe bei diesem Projekt auch absolut in die Vollen geschlagen. Es wäre sicher auch günstiger gegangen, aber es ist ein Hobby und Hobbys kosten eben Geld. Bei einem Aquarium ist es aber so, wenn es dann einmal steht und eingerichtet ist, dann sinken die Kosten rapide. Die monatlichen Kosten halten sich sehr im Rahmen. Da ist ein Hund garantiert teurer, ein Auto auf jeden Fall sowieso. Ich hoffe, ihr habt bis zum Ende des Videos durchgehalten. Wenn ja, dann schreibt mir doch mal was mit "Wo ist mein Geld?" in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.